Ja, Luis Pianski am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es wirklich nicht so erfreuliche Nachrichten, Leute. Und zwar, iCrimex sollte mir eigentlich meinen Lamborghini wieder zurückbringen, den er mir geklaut hat. Hat er nicht gemacht. Und deswegen werde ich jetzt zur Polizei gehen und ihn anzeigen, Leute, dass er endlich ins Gefängnis kommt. Ich sage euch ganz ehrlich, iCrimex will ich ins Hochsicherheitsgefängnis bringen. Da müssen sie direkt Hausdurchsuchung alles machen. Das ist mir scheißegal. Das kann nicht sein, dass der mir einfach mein Lamborghini geklaut hat und das ohne Folgen ist. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier zur Polizei gehen und mal gucken, ob die uns eventuell helfen können. So, mal gucken, wer hier drin ist, wer hier der King of the Ring ist. Oha, alle am Donut essen hier oder was? Moin! Moin! So, wer ist hier der Anzeigenaufnehmer? Ich will eine Anzeige machen. Sie hier oder was? Das ist korrekt. Was wollen Sie denn anzeigen? Ich will Max Schuster anzeigen, aka YouTuber iCrimex. Habe ich aufgeschrieben. Warum? Der hat mein Auto geklaut, Lamborghini Huracan. Haben Sie mir das Kennzeichen nochmal bitte? Das Kennzeichen ist Los Santos 777. Alles klar, gebe ich so weiter. Wie, und das war's jetzt schon? Mach direkt Verhandlung, Hausdurchsuchung, schon. Hausdurchsuchung, nee, sofort. Erst dann müssen wir Beweise sammeln. Das ey, was ist denn das hier für ein Drecksladen, Junge? Nicht randalieren hier, ne? Wie? Hören Sie mal auf hier, ne? Bist du das hier nicht, nicht bist, sein, das ist doch hier ein Fake-Cop, oder nicht? Du hast mich doch auch schon, wolltest mich auch schon beklauen, Alter. Beruhigt euch mal, aua. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Das kann nicht wahr sein, ey. Schade. Ey, bleib mal ganz ruhig hier, Hilfe. Wenn Sie nicht stehen bleiben, Polizei, Hilfe. Ich werde Sie tasern. Ey, aua. So. Einmal bitte aufstehen, Hände an den Rücken, sofort mitkommen. Was soll das denn? Mitkommen, sagte ich. Nee, kommen Sie sofort mit. Officers, Hilfe, bitte. Hier warum ist eine denn? Polizeigewalt. Ich hab doch gar nichts gemacht. So, Sie kommen jetzt mit, ne? Anzeige erstellen. Wir machen jetzt Anträge gegen Sie, wegen Polizeigewalt, super. Ne? Die Herren, bringen Sie bitte den Kollegen hier in den... Ah, ich bin gestolpert, ich bin gestolpert. Ey, komm, ich pack sie jetzt hier. Holt mal kurz Krankenwagen, bitte. Mir geht's gar nicht gut. Na gut, ja, wir haben ey, da unten ab, der kann wieder rennen. Ey, wo ist er hin? Nee, stehen bleiben. Boah, die Autos, die lassen sie schön in Ruhe, ja? Ey, das geht sich da gar nichts an. Nee, bitte Bro, da was ist denn da drin? Kommen Sie jetzt mit. Alter, sind das hier? Das ist hier Verwahrungskammer. Kommen Sie jetzt mit. Gott, was ist das denn für ein Auto da drin? Bringen Sie sofort ins Gefängnis. Wir müssen gucken, was Sie mit denen anstellen, Jo. Ja, ey, lass mich doch. Wie lange komme ich denn jetzt ins Gefängnis? Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen kann, und wird gegen Sie vor Gericht verwendet. Sie haben eine Möglichkeit auf Anwalt, wenn Sie kein Geld dafür haben, wird Ihnen eine gestellt. Haben Sie verstanden? Ja, okay, bleibt ganz ruhig. So, mitkommen. Ich wollte nur eine Anzeige machen und ihr macht nicht mal Hausdurchsuchung. Ja, jetzt haben wir zwei Anzeigen. Bro, der hat mein Auto geklaut und das offensichtlich. Die habe ich aufgenommen, darum werden wir uns noch kümmern. Ja, nichts werdet ihr machen. Ist er hier ein Rechtsstaat? Ey, letztes Mal bin ich zu euch gekommen. Kann doch nicht sein hier, ich will meinen Anwalt anrufen. Ganz ruhig, wir geben Ihnen gleich ein Telefon, gehen Sie rein in die Zelle, rein. Ja, rein. So, ich will meinen Anwalt anrufen. So, ich gebe jetzt hier ein Telefon. Ey, komm hier. Ganz ruhig da hinten. Telefon, damit kannst du den Anwalt anrufen, ja? Aber nur den Anwalt. Ja, raus mit dir. Boah, ey. Was soll das? Sag mal, die Haftstrafe wird verdoppelt. Wie lange habe ich denn jetzt Haftstrafe? Bis wir sagen, Sie kommen raus. Das kann sich hinziehen. Wir müssen erstmal ganz ein Personal aufnehmen. Ja, okay. Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Ich kann jetzt nicht raus, ey. Wie lange muss ich jetzt hier drinnen bleiben? Boah, das ist zum Kotzen, ey. Okay, gut, Leute. Keine Ahnung, wann die mich wieder rauslassen. Ey, Officer, ich bin jetzt schon 5 Stunden hier. Lass mich schon mal raus, Junge. So, der Herr, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ne? Jemand hat eine Kaution bezahlt für Sie. Also, ich weiß nicht, wer der Herr war. Ich bin 5 Stunden hier wegen nix. Anonyme Spender. Sie waren wegen Polizeigewalt hier. Eine Kaution wurde bezahlt. Ja, lass mich raus, Alter. So. Ey, lass mich einfach in Ruhe, ey. Ohne Spaß. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Sag ich euch ganz ehrlich. Mit mir solltet ihr euch lieber nicht anlegen. Der hat uns gedroht. Hat er uns gerade gedroht? Ja, ich kann drohen, den nicht will, Alter. Lass mich in Ruhe. Gehen Sie jetzt raus hier. So, Leute, jetzt sind wir endlich da weg, Alter, von denen. Aber habt ihr mal gesehen, was sie da hinten in der Garage drin hatten? Leute, das war irgendwie so ein heftiges Mobil, was ich noch nie gesehen hatte. Und die hatten auch einen fetten Polizeilamborghini drin. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, wisst ihr, was ich mache?
Da werde ich jetzt vorbeifahren und ich werde mir nochmal die Garage ein bisschen genauer angucken und werde einfach das Auto klauen, sag ich, den Schad drauf hat. Ey, Bro, ich lasse mich doch hier nicht einfach so verarschen von denen. Die habe ich einfach eingesperrt, ohne irgendwas. Ich habe nichts gemacht. Guckt euch doch mal hier die ganzen fetten Karren an. Da steht so ein I8, dann steht hier irgendwie so ein Militärpolizeiauto. Dann so ein, oh, so eine fette Corvette und so. Oh, bei denen läuft auf jeden Fall, ey. Ich bin hier, ich tue so, als wäre ich einfach hier auch hier. Jemand, der hier arbeitet. So ein Ding ist das. Gut, Leute, werden wir schnell da reingehen, reingucken. Frage ist nur. Komm, komm, komm. Geh auf, geh auf, geh auf. Oh, wichtig, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh mein Gott, guckt euch mal bitte. Leute, was ist das für ein Auto? Das ist ein Venemobil. Leute, Alter, was ist das denn für. Ey, ich habe noch nie so ein Auto gesehen, ohne Spaß jetzt. Das ist ja cool. Hallo, der Herr? Was machen Sie in der Garage? Das habt ihr davon, ihr Scheißer! So, boom, auf Wiedersehen, Junge! Ey! Ey, Jungs, das ist das Auto nicht mehr. Oh mein Gott, was ist das für ein Auto, ey? Ihr dürft sowas auch nicht mehr. Wer stehen hier? Das ist ein kriminelles Auto, was sie da haben. Bro, ihr dürft das noch nicht mal weg einparken, Junge. So, lasst mich in Ruhe, Leute. Boah, was ist das für eine Karre, die ich hier habe? Hä? Ich check's ja gar nicht. Das haben sie davon, wenn sie mich ärgern. Ey, ich sag euch, Leute, habt ihr auch den Lamborghini gerade gesehen? Ey, den Lamborghini werden wir gleich auch klauen. Oh, 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 oh. Ey! Jetzt reicht's mir hier. Oh, oh. Boom, sollten weg. Sollten die das Fahrzeug nicht stehen lassen, werden wir schießen. Ey, Schüsse, Schüsse, Schüsse! Boom, weg mit denen, Leute. Die haben sich mir, ich sag euch ganz ehrlich, die haben sich mir die falsche angelegt. Leute! Bro, was ist das für ein Auto? Venom Car oder was? Mit hinten so Eier dran, den kenne ich ja gar nicht. Das ist ja voll krank. Ey, Leute, sag ich ganz ehrlich, das Teil. Ey! Oh. Ich sag euch ehrlich, Leute, das Teil, das werde ich locker für ein paar Millionen verkaufen können. Ich habe noch nie so ein Auto in GTA gesehen. Das ist ja zu krank. Und wisst ihr, was ich mir noch holen werde? Ich glaube, den Polizeilamborghini, Leute. Und damit werde ich dann, keine Ahnung, die anderen YouTuber verarschen. Weil ich mit einem fetten Polizeilamborghini rumfahre. Ey, der Leute, der wird auch so selten sein. So, wir werden jetzt erstmal das Auto in Sicherheit bringen. Zu meinem Freund, dem Autohaushändler. Mal gucken, ob der gerade da ist. Dass das erstmal schön sicher abgestellt ist. Und die Polizei auch nicht mehr findet. Oder nee, Leute, ich stelle es lieber hier hin. Weil bei dem Autohaus, da geht auch manchmal iCrimex oder so hin. Oh ja, ich glaube, hier ist es perfekt, Freunde. Hier steht das Auto perfekt. Baba-mäßig. Und jetzt holen wir uns noch den Polizeilamborghini. So, Leute, jetzt sind wir hier wieder bei der Polizeistation. So, an alle Einheiten. Unser Chefmobil wurde geklaut vom Officer Chef Müller. Einmal bitte alles absichern, den ganzen Laden hier, Officers. Boah, Leute, das habt ihr gehört? Ja, ist mir egal, Leute. Wir werden mal hier kurz in die Wache reingehen. Die werden mich eh nicht kriegen. Wenn die mich kriegen, Leute, hau ich einfach wieder ab. Komm, wir werden jetzt mal unten reingehen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ey, Leute, wisst ihr, was geil wäre? Überlegt mal, wir ziehen uns einfach so eine Polizeiuniform an. Da kann ich hier jedes einzelne Auto klauen. Das wäre richtig geil. Ist hier einer? Nö, hier ist keiner. Weg mit dir. So, Leute, jetzt werden wir seine Polizeiklamotten anziehen. Boom! 1:1, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen gut aus. Jetzt holen wir hier noch einen Knüppel raus. Und dann sind wir ein waschechter Polizeiofficer. So, Leute, wir werden mal gucken. Wir sind auch jetzt Polizeiofficer. Ich werde jetzt auch so reden, so ein bisschen wie die hier. Weil die reden ja auch so komisch. So. Moin, moin, Kollegen. Was geht hier ab, Alter? Was geht ab hier? Moin, moin, Mädel. Ah, moin, servus. Moin. Wer waren Sie nochmal gewesen? Ja, Michael, du kannst kurz mitkommen, Streife fahren. Wie? Nee, du, Streife fahren, ich habe keine Zeit jetzt hier. Ich muss mal weg hier. Ah, Manu, muss ich mich eintragen lassen, du. Ja, ja, lass dich mal eintragen, du. Lass dich mal eintragen hier. Echt geile Polizeiautos hier, ne? Was ist denn hier passiert? Ist irgendwas vorgefallen oder was? Geklaut, du. Wie, was wurde geklaut? Der Auto hier, unser Superauto. Was ist das für ein Superauto? Sag mal, bist du doof? Super, super tolles Auto. Oh, ey, was ist denn hier für ein Aufgebot, Alter?
Ja, wir müssen ein bisschen absperren, hohe Sicherheit, du weißt. Wie absperren? Ich glaube, wir müssen bei Meeting dabei gerade eben. Alle Einheiten jetzt sofort in Einsatz, ne? Wir suchen einen Verdächtigen. Unser Chefmobil wurde geklaut. Ich muss jetzt mit dem Officer reden, der ist sauer auf uns. Also auf geht's, Jungs. Ach so, so. Chef, ja, wir kümmern uns drum, ne? Wir kümmern uns drum, ja. Kein Problem. Und ja, du bist hier der Chef, oder was? Du bist hier der Oma-Kommissar, ne? Wer redet hier? Bitte gehen Sie weg. Ich mach das mit dem Chef hier. Ja, ne? Ja, okay. Chef, kümmern Sie sich drum. Wir haben den ganzen Laden hier abgedichtet. Keiner kommt hier rein und keiner kommt hier raus, ja? Ich werde mal gucken hier, ob das Polizeiauto noch da ist, ne? Oha, was haben wir hier? Den Lamborghini Aventador. Aha. So, ich werde mal eine Probefahrt machen, ne, Leute? Ey, sind Sie wahnsinnig? Bleiben Sie mit dem Lamborghini stehen! Bleiben Sie mit dem Lamborghini stehen, sofort! Scheiß, bleib ich stehen! Ich bin Stani! Lamborghini wurde geklaut. Boom, ihr habt euch mit den Falschen angelegt, sag ich euch ganz ehrlich, ich hab euch gewarnt. Bro, ihr kommt da eh nicht hinterher! In die Richtung Sandy Shores. Leute, die kommen eh nicht hinterher. Ich hol ihn! Okay, jetzt müssen wir gut fahren hier. Oh mein Gott, ist der Lambo. Oh, ey, wow! Halten Sie sofort den Wagen an! Oha, was hat der denn da für eine Karre? Bro, ist die schneller als der Lambo, oder was? Wow. Leute, wir müssen schnell. Oh, wow! Ey, ganz ruhig, ja? Sofort das Fahrzeug anhalten! Ey, ich bin doch einer von euch! Was macht ihr jetzt hier für einen Stress? Bleibt mal ganz locker, Alter. Ey, warum fahren die Autos die ganze Zeit vor mir hier? Was soll denn das? Wow! Alter, Freunde, die Dinger sind richtig schnell. Die gehen ja richtig ab. Schnell hier lang. Boom. So, mit meinen Fahrkünsten habe ich die eh gleich abgehangen. Halten Sie wohl das Fahrzeug an jetzt hier. Leute, die drehen voll durch hier. Scheiße, Leute. Scheiße. Wir müssen weg hier, Leute. Ich muss das Auto hier in Sicherheit bringen. Am besten schnell zu den anderen, Leute. Ich werde es am besten da verstecken. Ah, ich glaube, hier auf der geraden Strecke werden die eh kennen. Oh, nein! Oh mein Gott. Das Fahrzeug hat sich überschlagen. Sie sind umstellt, halten sofort das Fahrzeug an. Ey, beruhig dich mal. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur ein Bier getrunken. Ich bin gar kein echter Polizist. So, Leute, schon hier um die Ecke und da werden sie uns eh nicht sehen. Nein. So, Leute. Zweite Polizeiauto, auch geklaut. Habt ihr aber diese komische Corvette gesehen, Leute? Die war auch übertrieben schnell gewesen. Oh, der passt ja ganz gut hier. Guck mal her hier. Leute, diese komische Corvette, Alter, was war das denn bitte für ein krasses Auto gewesen? Das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wie konnte das wieder passieren? Verloren. Oh, heute ist echt nicht unser Tag, Mann. Nein, gar nicht. Oh Gott, ey. Oh, Junge, was ist denn hier passiert, Junge? Hier ist der Müller hier. Was ist denn los hier? Die zweite Karre wurde heute geklaut. Die zweite Karre, was wurden geklaut? Ja, hier ist der Aventador. Was ist denn das hier eigentlich für eine Karre hier? Ist doch hier. Mann, wer fährt denn hier mit dem Corvette rum, Mann? Ich hab das ganze Ding kaputt gemacht. Muss ich ein bisschen schweißen, ne? Ja, Entschuldigung, ich hab versucht, den Aventador. Ich setz mich mal kurz rein, mal gucken, ob der überhaupt noch startbar ist, ne? Wie? Steig ein mit dir ein, ne? Keiner fährt mehr einzeln Autos. Ey! Aussteigen! Steig aus dem Auto aus! Ich fahr gegen die Wand, Steig aus! Nee, Kollege, alles Spaß. Komm, wir bringen die Corvette jetzt wieder zurück. Alles Spaß. Ich wollte schon sagen hier, ne? Sie machen so sowas nicht. Als ob sie hier 31er sind. So, du steigst jetzt schon aus, sonst knall ich dich ab, Kollege. Aussteigen, sonst knall ich dich ab. So. Leute, schnell weg hier. Oh mein Gott, Leute, okay, wir haben jetzt noch einige Sterne. Oh, jetzt sind wirklich alle hinter mir her hier. Ey, ich habe jetzt einfach den nach. Oh, Bleiben Sie stehen! Oh shit, Leute. Ey, jetzt geht hier aber ordentlich. Straßensperrung auf dem Highway! Straßensperrung, Corvette, Richtung Sandy Shores! Alle Fahrzeuge! Ey, Leute, ich glaube, ich habe das krasseste Auto von dir geklaut, einfach die Corvette, ey. Guck mal. Die ist sogar. Die ist einfach sogar krasser, glaube ich, wie der Lamborghini. Wow, wir müssen schnell weg. Guck mal, wie schnell die fährt. Die fährt hier locker 320. Die kommt gar nicht mehr hinterher, Leute. Oh, okay, der BMW 8 hält auch noch ein bisschen mit hinter uns. Oha, der ist schnell, Leute. Aber das Gute ist, wir sind schneller. Wow. Komm, der Abgang. Wir haben ihn, glaube ich, Abgang. Nein, schnell weg hier.
Oh, der ist immer noch hinter uns. Das ist ein guter Fahrer. Stehen bleiben! Sie haben keine Chance. Ich bin... Bleiben Sie stehen! Ihr habt euch gegen mich... Wow, Alter, was ist das denn? Ey, einfach ein Panzerwagen, Leute. Macht Straßensperre. Ich auch noch nicht erlebt. Wow, 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 wow. Helikopter bitte, Flugbereitschaft. Boah, hier ist wirklich ein Helikopter, Leute. Shit, 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 shit. Ich habe aber eine Idee, Leute. Jeder GTA-Spieler kennt das doch. Schnell, Trick 17. Nein, das ist wirklich... Den Wagen an. Das ist wirklich ein Helikopter. Leute, wenn ich das Auto noch geklaut habe, Leute, dann sage ich euch ganz ehrlich, Jackpot. Okay, die ganz guten Autos sind nicht mehr hinter uns, nur noch der Helikopter. Die müssen wir noch abhängen, aber das machen wir mit einem ganz einfachen Trick, Freunde. So. Jetzt hier bloß keinen Fahrfehler machen. Das wäre ganz wichtig. Dann hole ich noch die anderen Autos, Freunde, und die werde ich dann irgendwie auch verkaufen. Ich werde in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, mal meine Autosammlung euch zeigen. Die ist mittlerweile zu krank geworden. So, bumm, rein hier. So, Leute, hier sollten wir sicher sein. Bumm. Schnell in den anderen Tunnel noch. Da kommt noch ein Helikopter irgendwo. Leute, wenn ihr in der nächsten Folge mal die ganze Autosammlung sehen wollt, schreibt unten in die Kommentare rein. Checkt die Jungs ab. Das war's gewesen, Leute. Tschö mit Ö.